Selbstliebe ist die Basis von allem. Selbstliebe ist der Schlüssel für erfüllenden Erfolg. Selbstliebe ist auch die Basis von erfolgreich gelebter Berufung. Denn wenn wir uns selbst folgen, unserem inneren Ruf, ehren wir uns selbst. Wir wertschätzen uns selbst. Wir lieben uns selbst. Wir lieben uns so sehr, dass wir aus Liebe zu uns unser Leben leben, nach unserem eigenen inneren Ruf, nach unserem eigenen Seelenplan. Und je mehr wir uns selbst lieben, je mehr wir uns selbst feiern, desto geiler ist das Leben. Tja, und in der Praxis kommt es doch das eine oder andere Mal vor, dass wir nicht so sehr uns selbst lieben, dass wir an uns zweifeln, dass wir sogar oft an uns zweifeln. Da kommen Situationen, Menschen und so weiter daher. Und was macht unsere Selbstliebe? Schneller weg, wie man vielleicht gucken kann. So, und ich habe eine, es gibt viele Techniken, Tools, Möglichkeiten, wie du deine Selbstliebe wieder mehr aktivieren kannst, nachhaltig aktivieren kannst und sie integrieren kannst. Und ein Tool aus dem Celebrate Your Passion Projekt ist zum Beispiel, dass du dir vorstellst oder dir Zeit nimmst, zum Beispiel 2 Minuten und einen Brief an dich schreibst, und zwar aus der Perspektive eines dich liebenden Menschen. Und du schreibst, wie wenn du dieser Mensch wärst, und schreibst eben diesen Brief an dich. Das ist eine sehr schöne Übung und die klingt ein bisschen theoretisch, aber wenn du sie praktisch umsetzt und vor allen Dingen, wenn du das öfters machst, wenn du dir es zur Gewohnheit machst, dir wirklich so jeden Tag wie so ein Liebesbrief deiner Lieben an dich zu schreiben, dann passiert schon einiges, weil du kommst immer mehr in dieses Gefühl hinein, dieses Gefühl der Selbstliebe, der Selbstwertschätzung. So, und jetzt kommt noch ein extra Tipp, ein extra Bonus, das Sahnehäubchen oben drauf. Das habe ich gemacht und als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Was es ist? Und zwar, auch hier nimmst du dir ein bisschen Zeit und auch hier schreibst du auf. Und zwar schreibst du einen Liebesbrief aus der Perspektive deiner Seele an dich. Lass das mal bei dir ankommen und mach das mal. Also ein Liebesbrief aus der Perspektive deiner Seele an dich. Und nicht nur ich habe bei dieser Aktion Rotz und Wasser geheult. Immer wenn das meine Kunden machen, was die da berichten, ist es einfach fucking amazing. Es ist so unglaublich, so schön, so berührend. Auf jeden Fall, auch hier kommst du ja immer mehr in dieses Gefühl und du lernst immer mehr, dich selbst zu lieben, dich selbst wertzuschätzen, also die Selbstliebe aufzutreten. Also, das war ein kleines Tool, eine kleine Technik oder eine Zweierkombi hier. Und wenn du mehr davon willst, wenn du wirklich deine Berufung leben willst, deine Selbstliebe nachhaltig in dein Leben integrieren möchtest, immer mehr erfüllenden Erfolg feiern möchtest mit dem, was du wirklich liebst, was deins ist, wenn du deinen Seelenplan verwirklichen möchtest, dann komm ins Celebrate Your Passion. Das ist nur eine kleine, klitzekleine Technik. Da gibt es jeden Tag Tools, Techniken, Methoden, Möglichkeiten, Meditationen, wie du mehr die Selbstliebe feierst und wie gesagt, deine Berufung lebst. Ich freue mich auf dich.